Das hoffe ich doch auch. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ha, ist ja schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Das wäre nicht nett. Du willst keinen Ärger mit mir, glaub mir. Aha, so ist das also. Und wo hast du deine Armee, die mich daran hindert, dich umzulegen? Ich brauche keine Armee. Du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also, raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Ich weiß nicht genau. Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Tja. Nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin, ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hochhalten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist versteht. Ich, der Duke von Tavar, bin der Einzige, der ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Ah, ja. Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen? Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Es heißt, ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in ihrem Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Tch, das nenne ich mal gute Menschenführung. Tja. Und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen hohen Herren verkriechen sich hinter ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze ihre technischen Fähigkeiten, aber gib ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So. Und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden? Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Was denn? Soll ich etwa diese Mistkerle auch noch unterstützen? Wer glaubt denn sowas? Erfahrener Feldherr. Dass ich nicht lache! Ich hatte eh nicht damit gerechnet, dass es bei den Outlaws jemanden geeigneten gibt. Ach ja? Das erzähl mal besser nicht meiner Schwester Nasty. Sie würde dir den Kopf abschneiden für diese Bemerkung. Ich sag dir, es gibt niemanden auf ganz Magalan, der besser einen Trupp Kämpfer führen kann als sie. Und jetzt halt dein vorlautes Maul. Verstanden? Ja, also wird es die Nasty werden. Guter Tipp. Gib mir einen Job. Hier ist es wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Du glaubst, ich bin der Geeignetste für den Job? Ja,
Weil du entbehrlich bist. Ah. Darum wirst du auch gleich mitentsorgt, wenn die Sache da unten schief läuft. Hör mal zu, du Penner. Ich hab dir gerade einen Befehl erteilt. Also tu, was ich dir sage. Sonst ist dein kläglicher Auftritt hier beendet. Ist das klar? Okay. Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Was müsstest du? Hab ich dir nicht gerade gesagt, was du tun sollst? Wenn du mich beeindrucken willst, dann beweg deinen Arsch und erledige den verdammten Job. Okay, okay, ganz sachte. Du bist ein bisschen unentspannt. Was gibt's hier oben was? Also so, ja, war mal ein guter Bunker wahrscheinlich. Jetzt ist er, sieht er mittlerweile nicht mehr so stabil aus. Er haust auch ein bisschen ärmlich. Oh. Gibt's hier was? Raus, aber schnell. Okay, okay. Mach das ja nicht nochmal. Nee, nee. Oh. Hier darf man nicht mal Schrott mitnehmen. Okay. Hoppala. Dann es sah jetzt auch so aus, als würde er da nicht weggehen wollen. Können wir jetzt diese Waffe hier mitnehmen? Die ist mit Sicherheit einiges wert. Was war der Code? Da hatten wir doch irgendeinen Zettel bekommen. Vielleicht ist das genau dieser Code. Elmas Code. 1337. Schauen wir mal, ob das funktioniert. 1337. 337. Das war nichts. Oh. Logans Tresor. Ah ja, okay. Ach, ist hier. Wir hatten ja auch eine Notiz von Logan. Ah ja. Finger weg von meinem Zeug, wenn du nicht ich bist. Okay, 8641. 8641. Geht doch. Naja. Elex für die Krallen. Okay. So, was haben wir hier noch? Ah ja, hier soll man einfach nicht runterfallen, schätze ich. So. Ach, machen die hier Hahnkämpfe? Was ist denn los mit den Leuten? Das ist aber nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, sowas. Achso, ich wollte hier gucken, was habe ich denn da jetzt? Donnerschlag. Ja, das ist wahnsinnig. Ja, okay. Aber das war bestimmt nicht der Duke persönlich. Ja, ne, da springt man nicht runter. Sondern geh mal wieder hinab.
Verschwinde. Ich hab zu... Okay, okay. Gibt's hier was? Kleiner gelber Stein, na gut. Ach, hier ging's ja auch runter. Schauen wir mal. Der Elmer soll ja auch hier irgendwo sein. Lass dir ja nicht einfallen, etwas aus dem Lager zu klauen. Ich bin dafür verantwortlich und wer sich dort vergreift, bekommt meine Waffe zu fressen. Alles klar? Alles klar. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das überrascht mich nicht. Das Zeug, was du da anhast, schützt ja nicht einmal vor einem Fliegenschiss. Merk dir einfach, je fetter die Rüstung, desto fetter der Einsatz, den du dafür erbracht haben musst. Zeig mir deine... Kettenschwert, okay. Ist tatsächlich immer etwas besser. Oh, die nehmen wir mit. Ein Schrottschild. Okay. Was können wir auf jeden Fall mal mitnehmen? Okay, haben wir auch was für etwas, was wir dir geben können. Die behalten wir mal. Das brauchen wir nicht. Die behalten wir einfach mal alles. Eine Rüstung haben wir auch nichts weiter. Hier haben wir bestimmt so einiges. Das brauchen wir zum Beispiel nicht. Da, 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 da. Ah ja, hier Stims brauchen wir auch nicht. So. Noch was? Ja, Hämmer. Hämmer und Öllampen. Ach, die Münze behalten wir jetzt mal. Na, verkaufen wir sie mal. Da mal genug. So. Das passt. Ist ganz schön dunkel hier. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Na, Mensch. Das war wohl nichts. So, jetzt. Zu einfach. Naja. Nett. So. Also ein bisschen dunkel hier. Aber die bringt auch nicht besonders viel Licht ins Dunkel, die Fackel. Naja. Es ist echt extrem dunkel. Emma. Was willst du von mir? Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab. Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Ach, ich bin doch kein Outlaw. Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps, ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Und jetzt sprich, was willst du von mir? Kannst du dieses KI-Modul reparieren? Ja, kann ich. Allerdings wird es dich etwas kosten. Natürlich. Dann mache ich es lieber selbst. Du kannst sowas? Ich bekomme das schon hin. Ach, scheiße, gib halt her das Teil, bevor du noch etwas kaputt machst.
So, schon fertig. Viel Spaß damit. Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist. Das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Na, Konrad, was hast du zu erzählen? Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Tja, was wollen wir denn?